rückwärts her. Ich würde jetzt aussteigen, werde dann sehen, dass hier die Person winkt und ruft und dass es hier rausraucht. Er positioniert jetzt das Fahrzeug weiter vorne, weil natürlich der Bereich für unsere Drehleiter geöffnet ist. Es ist genügend Platz für unsere Drehleiter, dass die Kraft gesteckt werden kann. Ausgemacht und die Patientin wird dann vorsichtig in diesen Drehleiterkorb begleitet. Die Betreuung findet jetzt durch den Feuerwehrmann statt und der Hauptbedienmaschinist fährt dann von unten wieder die Drehleiter weg, sodass der Kollege oben genügend Zeit und Muße hat, die Patientin zu betreuen. Ja. Zwischenzeitlich hat der Rettungsdienst seine Gerätschaften schon hergerichtet. Die stellen sich jetzt eben auf eine Rauchgasintoxikation, eine Rauchgasvergiftung ein. Und dadurch wird hier bereits Sauerstoff vorbereitet. Das Messgerät, der Sauerstoffzentrumsbereichsraum und alle anderen möglichen Sachen, die im Anfang sind, auch schon positioniert. So. Die Rettung ist nun vollzogen. Die Straße in der Rettungsdienst übernimmt in diesem Fall die Patientin und wird sie dann auf die Trage begleiten und dann im Rettungswagen alle versorgen und dann logischerweise die Wie geht es weiter im Zimmer? Logischerweise ist die Brandbekämpfung jetzt vollzogen worden mittlerweile durch den vorgehenden Angriffsdruck. Jetzt ist es noch wichtig, dass man lüftet. Das heißt also, der entstehende Rauch, der hier in dem Raum, in dem Zimmer, in der Wohnung drinnen ist, muss natürlich da raus.
Dafür haben wir auch spezielle Gerätschaften, ein sogenannter Lüfter, sagen wir einfach nur dazu, also eine Windmaschine, die jetzt vor die Haustür positioniert wird. Dieses Teil ist in dem Fall sogar strombetrieben, es gibt auch Bayern-Diesel- und Benzinmotorbetrieben. Dadurch werden wir dann sehen, wenn es anders wird, dass sich gerade oben zeigt am Fenster, die Fenster aufmacht. Dann sind wir dann über den Stromerzeuger des GNS Hybrid und eingesteckt. Und somit werden wir dann gleich sehen, dass der Rauch sehr schnell aus diesem Rauch rauskommt. Wir haben die Vorführung machen im Bereich Verkehrsunfall mit dem Blender gesehen. Vielen Dank.